Nerds und Nerdinnen, ja, jetzt ist soweit, kommt zu Deus Ex Mankind Divided. Ja, in einer Live-LP-Session, weil ich ja letzte Woche, wie die, die uns vielleicht verfolgen, mitbekommen haben, dass letzte Woche leider nichts kam. Ich hatte viel zu tun. Kam leider nicht zum Aufnehmen. Wie die, die letzte Folge gesehen haben, sehen, wir stehen immer noch in der Bank und immer noch im Aufzug. Ich habe auch nichts gemacht. Ich muss selbst gucken, was wir machen müssen. Irgendwas war hier. Guck mal, das Spiel noch funktioniert. Eine ganze Woche nicht gezockt. Ja, aber das kriegen wir schon wieder hin. Ne? Lernen wir wieder. Aufgaben. Aufgaben sind hier. Wo war ich denn? Ah ja, hier. Ich soll nach belastenden Akten suchen. Gut, das sollte ich vielleicht noch hinkriegen. Was hat Karte? Karte war die im dritten Stock. Ne? Hier hatten wir alles gemacht. Boah, ich hab total einen Überblick verloren. Egal, habe ich jetzt die passende Karte dafür? Nein, wir hatten unsere Büros. Auf das Ding weg. Oh nein, das ist eine Sperrzone. Dachte, die sehen mich jetzt vielleicht. Ich will schnell hier rein. Ich muss gucken. Muss erstmal orientieren. Ich muss mal gucken, wie das Spiel nochmal funktioniert. Was ist hier? Hier wäre bestimmt ein anderer Zugang gewesen. Mal gucken, wo der hinführt. Aha, aha. War ich nicht hier schon mal? So. Ach nee. Ach, keine Ahnung. Nee. Gut. Da sind wir jetzt bei den Büros. Mit so mal belastendes Material. Kriegen wir hier durch? Ich krieg erstmal hier durch. Ach du Scheiße. Ich kann ja hier niemanden ausschalten in der Bank, ne? Nein, alle Lichter grün. Vorhin gab es Aktivitäten. Ein Versuch, ganz ohne Zweifel. Vielleicht mehrere. Ah, oh. Das war vielleicht nicht so clever. Ah, das Ding ist so schwer. Das heißt, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Komme ich nur weiter? Mal wieder zumachen. Die Karte, verdammt, ich weiß nicht, was ich machen muss. Da muss ich hin. Also ich muss eigentlich nur hier rum. Nur. Machen wir das denn jetzt am besten? Das sehe ich mir an. Beeilung. Ah. Hab ich ja gut gemacht. Zeit nicht verlagern! Geh ich nochmal raus. Ohne Formation! Oh oh. Erwischt, okay. Muss ich nochmal laden. Ah, fängt schon wieder gut an. Ich habe jetzt über eine Woche nicht mehr gespielt. Ich bin ein wenig überfordert gerade. Er guckt aber auch in dem Moment, ne, in die Richtung. Also, wieso muss ich denn da rein? Da will ich nicht rein. Das sehe ich mir an. Ich sichere deinen Posten. Das ist nur eine Tür aufgegangen. Gesichert. Gehe wieder auf meinen Posten. Bestätigt. Ja, ich warte jetzt, dass er sich noch irgendwo hinbewegt. Ich weiß noch nicht wohin, aber ich hoffe. Oh, ab. Der geht doch nicht weg, ne? Wer
Wegpunkt sicher. Bestätigen. Ist bestätigt. Hey. Mal speichern hier. So, müssen wir den Kack hier hängen. Oh, Kim ist da. Hallo, Kim. Wie war das nochmal? Wie funktioniert das nochmal? Bestätigen. Bestätigt. Alle Meilen gestellt. Tracing-Programm initialisiert. Mal gucken, wie geht das? Ach so, hackt man. Zugriff gewährt. Mein Gott, bin ein wenig aus der Übung. Ja, hör zu. Verloren, als das Kollektiv geheime Firmendokumente veröffentlichte. Bin ich. So. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt wohl da, wo ich hin soll. Da war ich letztes Mal schon dran, ne? Bestätigt weitermachen. Bestätigt weitermachen. Ja, schön. Macht ihr mal da draußen. Hm. Hier ist kein Schalter. So wie unten in den Büros, da waren überall Schalter versteckt. Unsere tragbaren Datenlösungen verfügen über enorme Speicherkapazität. Alarmtaufen? Nee, die brauche ich nicht. Weitere einzigartige patentierte Geld. Wow. Ganz schön arm, die Leute. Zurück nach New York, wo wir einen genauen so. Blick auf die Resolution 350 Och, nö, schon wieder hängen. Des Sicherheitsrats werfen. Besser bekannt als Humanrestitutionsgesetz. Bei einer Verabschiedung müssen alle leistungsstarken, unlizenzierten Augmentierungen entfernt oder abgeschwächt werden. So, wo muss ich hin? War schon wieder so ein Ding. Widersetzt wird verhaftet und den augmentierten Reservaten gestellt. Es geht dabei primär um Sicherheit. Vor allem nach dem Zwischenfall, der wegen defekter Augmentierungen Millionen von Opfern gefordert hat. Gegner des Gesetzes haben weltweit protestiert und dabei kam es häufig zu Gewalttaten. Oh, ging ja leichter als gedacht. Die Eskalation hat die Kluft nur vergrößert und den Dialog für beide Seiten erschwert. Wir werden jede Neuigkeit von der UN sofort berichten. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht. Das habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Sie mögen Batterien haben, aber da war doch nichts heute, ne? Ashanti Energy Drinks. Nö. Damit kommen Sie durch den ganzen Tag. Ashanti, seien Sie dabei. Sicherheit aktiv. Bestätigt. Eben drehen, halten. Ach nö. Bei einem Anschlag sind 251 Passagiere an Bord des Sister Airlines Fluges 451 ums Leben gekommen. Als ein augmentierter Passagier sich Zugang zum Cockpit verschaffte und die Crew brutal ermordete. Der Blackbox ist zu entnehmen, dass der Mann unter Flashbacks des Opti-Zwischenfalls litt. Jenem schrecklichen Tag vor 2 Jahren, an dem Augmentierte weltweit in eine psychotische Mordlust verfielen, die zum größten Verlust an Menschenleben in der jüngeren Geschichte führte. Auch mich verfolgen furchtbare Erinnerungen an diesen Tag. Es wird lange dauern, bevor wir ihn vergessen können. Gebiet gesichert. Ich bin Eliza Kassan. Wahrscheinlich alle nach unten. Oh, jetzt brennt schon 2. Exklusivität, Anonymität, Sicherheit. Das sind die größten Sorgen des digitalen Zeitalters. Und für uns bei der Palisade Property Bank haben diese Sorgen oberste Priorität. In den Mauern der Palisade Property Bank archivierte Informationen stehen außerhalb der legalen Zuständigkeit sämtlicher Wegpunkt sicher. Bestätigt. Garantierte Anonymität. Die Palisade Bank Corporation wird immer das sicherste Archiv. Dem Hacken und so, das ist immer so meine Schwierigkeit. Rund um die Uhr, rund um die Welt. Heißes News. Wir schauen immer zu, weil Sie immer zuschauen. Prag, eine Stadt gefangen im Würgegriff eines schrecklichen Terroranschlags. Als gestern mehrere Bomben im Ruzica-Bahnhof explodierten, gab es Dutzende Tote und Hunderte Verletzte. Wie Sie alle wissen, handelt es sich um den 3. derartigen Anschlag in Prag in den letzten 6 Monaten. Alle ereigneten Mann, so schwer ist das bestimmt gar nicht. Bin ja nur zu blöd dafür. In den benachbarten Utulek-Komplex gezogen ist. Dr. Rock. Behauptet,
seine Organisation sei friedlich und kämpfe lediglich für die Rechte der Augmentierten in einer Welt, die sich gegen sie gerichtet hat. Die UN debattiert in wenigen Wochen über das Humanrestitutionsgesetz. Hat der gute Doktor vielleicht seine Marschrichtung geändert? Das weiß ich genauso wenig wie Sie. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Pikes News. Weltweit führend bei fairer und neutraler Berichterstattung. Ich muss bestimmt da rein. Da will ich rein. Oh, ist noch ein Computer. Okay, jetzt müssen wir hier. Nein. Kameras. Aus. Bestätigt. Nein. System deaktiviert. Haben wir hier? Schmerzmittel. Noch ein Computer. Drücke vor zum nächsten Weg. Boah, Stufe 3 und ich habe keinen Sturmwurm mehr. Der ist ja gleich da vorne, das ist unfair. Oh, jetzt schaffe ich nicht. Ich habe falschen Weg genommen. Eieieiei, schnell verlassen, bevor der Alarm losgeht wieder. Wegpunkt sicher. Bestätigen. Aktualisiert, weitermachen. Da, 12 Stück da und da muss ich hin. Schon. Alles ruhig. Bestätigen. Bestätigt, weitermachen. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Zugriff gewährt. Ah, der war schon schwieriger. Drücke vor zum nächsten Wegpunkt. Bestätigen. So, was haben wir hier? Ja, war mir klar, dass das mit dem Kunstding. Ja, fast 10 Minuten brauche ich wahrscheinlich. Ich brauche wahrscheinlich 10 Stunden. Okay, dann haben wir hier. Ja, nichts Besonderes. Sicherheit aktiv. Bestätigen. Bestätigen. Ja. Das ist genauso, wie ich mir gedacht habe. Größten Verlust an Menschenleben in der jüngeren Geschichte. Das ist doch richtig, warum sagt das nicht so? Auch mich verfolgen furchtbare Erinnerungen an diesen Tag. Es wird lange dauern, bevor wir ihn vergessen können. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Exklusivität, Anonymität, Sicherheit. Das sind die größten Sorgen des digitalen Zeitalters. Und für uns bei der Palisade Property Bank haben diese Sorgen oberste Priorität. In den Mauern der Palisade Property Bank archivierte Informationen stehen außerhalb der legalen Zuständigkeit sämtlicher Regierungen. Garantierte Anonymität. Die Palisade Bank Corporation wird immer das sicherste Archivierungsunternehmen der Welt bleiben. Gebiet gesichert. Bestätigen. Rund um die Welt. Rund um die Welt. Pikes News. Wir schauen immer zu, weil Sie immer zuschauen. Prag, eine Stadt gefangen im Würgegriff eines schrecklichen Terroranschlags. Als gestern mehrere Bomben im Musikerbahnhof explodierten, gab es Dutzende Tote und Hunderte Verletzte. Wie
Sie alle wissen, nein! Blödes Ding soll es auf 2 bleiben. Ja, ich weiß, aber der auf der linken Seite muss 2 sein, aber der will nicht. Dr. Rucker behauptet, seine Organisation sei friedlich und kämpfe lediglich für die Rechte der Augmentierten in einer Welt, die sich gegen sie gerichtet hat. Die UN debattiert in wenigen Wochen über das Humanrestitutionsgesetz. Hat der gute Doktor vielleicht seine Marschrichtung geändert? Das weiß ich genauso wenig wie Sie. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Pikes News. Weltweit führend bei fairer und neutraler Berichterstattung. Wow, die beiden müssen noch andersrum. Ist die Pressefreiheit eine Bedrohung unserer Freiheit? In den Händen unverantwortlicher Journalisten gewiss. Alles ruhig, bestätigen. Untergrundwebsites und Radiosender feiern derzeit das Juggernaut-Kollektiv, eine schwer fassbare Gruppe von Hackern, die in Selbstjustiz die Korruption der Reichen enthüllt. Diese Journalisten übersehen dabei allerdings den Schaden, den die Hacker anrichten. Letztes Jahr hat das Kollektiv das Verkehrssystem von London für mehrere Stunden lahmgelegt. Lebens- sehr viel vor natürlich. Jetzt geht der da hinten wieder runter. Bestätigt, weitermachen. In Chile haben sie das elektronische Wahlsystem manipuliert. Seitdem hat das Land einen 12-jährigen Präsidenten. In Russland haben gehackte Drohnen St. Petersburg attackiert. Und in den USA haben Millionen ihre Arbeit verloren, als das Kollektiv geheime Firmendokumente veröffentlichte und so mehrere Unternehmen der Fortune 500 in den Ruin trieb. Tatsache ist, das Kollektiv ist eine der gefährlichsten Verbrecherorganisationen der Welt. Auch wenn die Untergrundmedien ein Loblied darauf sehen. Mein Gott, nee, es kann doch nicht so schwer sein. Aktualisiert, weitermachen. Für Pikes. Ariel bringt Ihnen immer die beste und neueste Technologie. Unsere tragbaren Datenlösungen verfügen über enorme Speicherkapazität, biegsame Bildschirme und über 1000 weitere einzigartige patentierte Funktionen. Ariel, oben in der Stratosphäre. Zurück nach New York, na endlich. Wo wir einen genaueren Blick direkt mal speichern. Ich will das nicht nochmal machen. Wegpunkt sicher. Bestätigen. Wegpunkt sicher, ja. E-Books brauchen wir nicht. Bei einer Verabschiedung. Ein BDA, ja, sowas brauchen wir. Okay, gut, haben wir jetzt. Leistungsstarken, unlizenzierten Augmentierungen entfernt oder abgeschwächt werden. Wer sich widersetzt, wird verhaftet und in augmentierten Reservate umgesiedelt. Es geht dabei primär um Sicherheit. Augmentierungen Millionen von Opfern gefordert hat. Gegner des Gesetzes haben weltweit protestiert. Dabei kam es häufig zu Gewalttaten. Ja, schön. Diese Eskalation hat die Kluft nur vergrößert und den Dialog für beide Seiten erschwert. Wir werden jede Neuigkeit von der UN sofort berichten. Ich hab doch noch gar nicht. Nein, was denn jetzt hier? Bin ich denn jetzt? Aber ich muss auch nicht. Geht ja gar nicht automatisch an die Leiter. Mann, bin ich doof. Ach. Komme ich eigentlich hier raus? Ups, war ich nicht. Schrecklichen Tag vor 2 Jahren, an dem Augmentierte weltweit in eine psychotische Mordlust verfielen, die zum größten Verlust an Menschen in der Geschichte führte. Auch mich verfolgen furchtbare Erinnerungen an diesen Tag. Das kann es nicht sein, ich war doch da drin. Bevor wir ihn vergessen können. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Okay, muss ich nochmal laden, irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, das Spiel und ich, wir werden nicht miteinander warm. So wie der erste Teil. Oder der vorherige Teil. Ist ja nicht der erste. Die Welt. Pikes News. Wir schauen immer zu, weil sie immer zuschauen. Clark. Eine Stadt gefangen. Ja,
Ja, einen speziellen Bereich. 1, 2, 9, 3. Ich war doch schon unten in den Tresoren. Terroranschlags. Als gestern mehrere Bomben im Rusika-Bahnhof explodierten, gab es Dutzende Tote und Hunderte Verletzte. Wie Sie alle wissen, handelt es sich um den dritten derartigen Anschlag in Prag in den letzten 6 Monaten. Alle Ereignisse. Sich nachdem Dr. Rucker, Anführer der Augmented Rights Coalition, in den benachbarten Utulek kommt. Okay, ja, sonst nirgendwo mehr einen Code eingeben. Das war's, ja. Diese blöden Papiere. Und ich quäl mich hier rein. Na dann. Das haben wir doch gerade schon gesehen. Warum soll ich ihn da nochmal angucken? Danke. Für euch diese blöde Bank jetzt hinter mir. Ich komme irgendwie noch raus im Haus. Hier raus. Geh ich ja wieder nach oben, ne? Ich will ja gar nicht nach oben. Oh, das zerkasse. Ich kann doch jetzt nicht da einfach durch den Gang gehen, da falle ich doch auf. Ich gehe so zurück, wie ich reingekommen bin. Genau das habe ich erwartet. Ach ja, das mit dem niemanden töten, das wird noch gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, habe ich das Bedürfnis, die Leute alle über den Haufen zu ballern, dann geht es schneller. Dort, machen wir die Papiere ein. Haben wir. Zauen wir ab. So wie wir reingekommen sind. Komm, hau ab. Geh weg. Hey. Für mich beobachtet. Hau ab. Die ganze Zeit läufst du rum. Jetzt, wo ich abbauen will, stehst du die ganze Zeit hier, ne? Wegpunkt sicher. Bestätigen. Aktualisiert, weitermachen. Wahaha. Gehen wir mal nach unten. Da konnte ich rausgehen, ja. Die Sperrzone ist da verlassen. Mein Gott, das war was. Ne? Erst sind wir da eingebrochen, dann waren wir in die Tresore, haben alles leergeräumt, was da drin ist. Und jetzt habe ich endlich die scheiß belastenden Materialien, die der Typ da haben wollte. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was ich machen musste, weil es jetzt zu lange her ist, wie ich letztes Mal gespielt hatte. Ah, kriegen wir schon hin. Das machen wir ab. Willkommen in der Palisade Property Bank. Ja, danke. Ich habe sehr netten Einkauf gehabt. So, wo muss ich denn hin? Ist das auf dieser Kartenhälfte? Ich glaube schon, ne? Ja. Blöde Frage, das war hier.
Hört sich Christian morgens beim Aufstehen auch immer an. Guten Tag. Gerade eine Bank überfallen, hat keiner mitgekriegt. Ja, ihr mich auch. So, da waren wir auch schon mal drin. Alle ganz schön gelangweilt hier in Prag, du. Bývalo to nádherný město. Ja, was macht ihr alle? Stöhnt alle nur rum, tut was. Nicht rumheulen, tut was. Hol euch noch ein paar Augmentierungen und dann lassen wir es krachen. Wow. Jetzt renne ich wieder vor die Cops in den... Normalerweise posaune ich meine politischen Ansichten ja nicht auf die Straße. Ist doch ganz normal, dass hier einer unterirdisch irgendwo rumkrabbelt. Ich glaube, der andere Weg, wo ich damals lang bin, der war kürzer. Aber wo bin ich da rein? Oder beziehungsweise wo bin ich rausgekommen? Egal, hier lang komme ich auch dahin. Guten Tag, euch habe ich schon alles abgenommen. War doch hier, ne? Doch, speichern wir mal. Und, haben Sie was über Peikes? Ah, ich frage ihn nochmal. Woran arbeiten Sie? Was ist Ihre große Story? Wir schreiben keine Stories. Wir bombardieren mit Fakten. 63% aller Erdbeben seit 1997 wurden durch Geobomben ausgelöst. Wussten Sie das? Muss ich überlesen haben. An diesen Katastrophen ist nichts Natürliches. Mögen Sie zahlen? Auf der Welt gibt es derzeit 7,1 Millionen Optis. 89% weniger als beim Zwischenfall. Der Chat im Darknet ist seit dem Vorfall in Dubai um 73% gestiegen. Alles hängt zusammen. Und ich kenne das Fazit. Gehört alles zu einem selektiven Entvölkerungsplan, den Sie seit Beginn verfolgen. Methoden und Ziele ändern sich, aber nicht das Vorhaben. Unsere Regierungen wissen davon, aber die Bevölkerung nicht. Und warum nicht? Weil Peikes 94% der Medien weltweit kontrolliert und 97% ihrer Nachrichten gelogen sind. Das ist Fakt. Komm, ich quetsche ihn noch weiter aus. Sie haben Dubai erwähnt. Was wissen Sie über die Vorfälle dort? Ein Puppentheater im Mittleren Osten mit Ex-Belltower-Söldnern und slawischen Gangstern. Eine sorgfältig geplante Varieté-Show. Geplant von wem? Jemand, der gerne das Spiel kontrolliert. An jeder Hand eine Puppe. Woher haben Sie diese Information? Wer war Ihre Quelle? Stimmen aus der Dunkelheit, Mann. Wenn du einschläfst, fangen sie an zu reden. So klingt das. Ein unerreichbares Flüstern. Es ist wie ein Geruch. Etwas, das noch nicht greifbar ist. Sie haben also keine Idee. Jede Menge sogar. Aber je mehr ich rede, desto weniger höre ich. Außerdem, journalistische Integrität. Wir sind hier unten nicht Peikes, okay? Wir gehören zu den wenigen, die nicht Teil der globalen Kontrollmechanismen sind. Indirekte und direkte. Sobald du in die Zahnräder der Maschine gerätst, war's das. Also, die haben alle Probleme. Da hast du einen Zettel. Ich glaube, ich habe gefunden, wonach sie suchen. Okay, ich höre. Hier, Peikes wusste alles über einen kürzlichen Chemieunfall und seine Folgen. Ihre eigenen Leute haben sie gewarnt, aber nicht die Öffentlichkeit. Die Volksgesundheit ist nicht so wichtig wie die soziale Ordnung. Das ist gut. Sehr gut sogar. Noch was? Nein, das war's. Sehr cool, Mann. Das ist mehr als genug. Okay, bei uns hat sich schon ein Wolf getippt. Wir haben alle Peikes Theorien gesammelt und einige Maßnahmen geplant. Jetzt müssten wir die Leerstellen füllen können. Wir sind hier also fertig. Fast. Wir müssen dafür sorgen, dass die Ausgabe ordentlich beworben wird. Sie müssen dazu eine Infostation der Stadt hacken. Sie ist direkt auf dem Weg. Und dann vergessen Sie Praha Dovos. Praha was?
elektronische Wahlsystem manipuliert. Da muss ich immer noch nicht fertig mit der Aufgabe. Also die Nebenaufgaben hier, da muss man sich gut überlegen, ob ich die mache. Beim nächsten Mal. Dann hacken wir nochmal wieder. Hacken kann ich ja so gut. Also ich bin der beste Hacker hier. Ich bin der beste Hacker aller Zeiten. Cheng, sind Sie da? Was haben Sie für mich? Auch schon wieder hier durch. Tisch. Niemand wird in nächster Zeit irgendwas über uns lesen. Ich bestell die Spedition ab. Wie haben Sie es gemacht? Wir haben diskutiert. Und Sie werden uns keinen Ärger mehr machen. Diskutiert? Mit den Verschwörungsspinnern? Ich weiß, was ich tue. Ich hätte sie vielleicht auch einfach abknallen können. Und da. Ich bin der Gullidienst. So, wo soll ich denn jetzt hin? Oh, was mit dem Scrollen? Das dauert. Da. Yeah. Nein, da.